Ich weiß, dass viele von euch sich nicht ganz sicher darüber sind, ob bei Sebastian Vettels Form auf dem Ferrari 2020 in der Formel 1 wirklich immer alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ralf Schumacher ist einer der Experten, die diesen Verschwörungstheorien offenbar nicht ganz abgeneigt sind. Darüber hat er gesprochen bei einem Medienevent, das von Sky Deutschland gehostet wird und wo wir euch die Bilder jetzt mit freundlicher Genehmigung von Sky Deutschland zeigen können. Sebastian Vettel hat eine absolute Seuchensaison, würde ich jetzt mal sagen, mit Ferrari hinter sich. Ralf, was glaubst du? Schon im Vorfeld zu wissen, dass es das letzte Jahr ist, hat das auch eine Rolle gespielt in seiner Performance? Ja gut, ich meine, Sebastian ist halt ein Mensch, der also wir alle, wenn man Fahrer ist, dann muss man ein Umfeld haben, das funktioniert. Und da möchte man sich wohlfühlen, da möchte man sich aber auch gebraucht und gewollt fühlen. Und das hat ja Ferrari nun derart ungünstig gelöst. Da muss man ganz ehrlich sagen, dafür müssten sie eigentlich noch einen Pannemann kriegen. Und dementsprechend war die Saison da müsste man ja, Sebastian wirklich, es war ja von Anfang an eine verkorkste Saison. Und ich muss sagen, manche Dinge, die waren klar, die Fahrfehler, die er gemacht hat, die waren darauf zurückzuführen, dass selbst ein vierfacher Weltmeister, der so erfahren ist, aber trotzdem einfach mehr will und unter Druck ist und ihm die ganze Situation zu viel ist. Das zeigt, wie menschlich die Formel 1 ist, im Übrigen gestern bei Mercedes auch offensichtlich. Ja, und er hat jetzt wieder Rennen gezeigt, die waren super. Und jetzt gehe ich dann aber rein und dann denke ich mir, naja, jetzt fährt der Charles da vorne. Ich meine, Charles ist sicherlich auch ein Ausnahmetalent à la Verstappen, à la Hamilton oder Russell jetzt. Aber dann denke ich mir, wie kann der im ersten Sektor so schnell sein mit dem Ferrari, der ja nachweislich nicht den besten Motor hat. Und da denke ich mir, ist schon eigenartig, sei es drum. Also ich glaube, dass da einfach Sebastian keinen einfachen Stand hat und dass man ihm auch nicht mehr alles, bin ich mir ziemlich sicher, mitteilt zumindest, was es gibt und vielleicht auch nicht mehr alles geben kann, was es gibt. Zumindest sah es in Bahrain beim Qualifying so aus. Gleich geht's weiter mit dem Video. Wenn dir unsere Videos gefallen, lass einen Like da und abonniere unseren YouTube-Kanal. Wenn du dann noch die Glocke aktivierst, verpasst du keines unserer neuen Videos. Er ist jemand, das haben wir ja bei Red Bull schon gesehen, der einfach das Umfeld braucht, dass es passt. Und das war bei Ferrari auf keinen Fall mehr. Also wenn du reingehst schon in die Box, du musst hinterfragst sozusagen jeden Schritt, den du da machst oder den jemand an deinem Auto macht. Und es gab ja immer mal wieder so eine verdeckte Aussage, ja, mein Auto ist halt einfach nicht schneller. Das andere fährt irgendwie schneller oder so Aussagen, dann weißt du schon, wo die Richtung hingeht. Und ich glaube, er ist einfach froh, wenn jetzt Abu Dhabi rum ist und er ein neues Kapitel nochmal anfangen kann. Timo, glaubst du aber, dass das vielleicht auch, ich sag mal, ein Ferrari-spezifisches Problem ist? Denn es gab ja auch schon viele gute, tolle Fahrer, Weltmeister, die alle mit Ferrari Schwierigkeiten hatten. Ich war noch nie bei Ferrari in der Box drin. Ich habe noch nie da intern irgendwie was mitbekommen, aber man könnte schon drauf schließen. Also ich glaube, Fernando Alonso war jetzt zum Schluss dann auch nicht mehr Best Friends mit Ferrari und der ganzen Führungsebene. Es ist nicht umsonst so, dass es sehr, sehr oft interne Wechsel gibt. Also so gewisse Dinge laufen etwas unrund da. Und das beste Beispiel ist Mercedes. Man hat über Jahre hinweg ein Team kreiert, die Leute motiviert und bei sich gehalten. Und das ist das Resultat. Also ich glaube, du kommst nie vorwärts, wenn du jedes Jahr gefühlt dein Team von links auf rechts drehst. Das wird nicht funktionieren. Und das ist bei Ferrari momentan so ein bisschen das Problem.